Guten Morgen, meine Hübschen. Alles okay? Gott, wie rede ich denn bei euch? Es ist 15 vor 10, ich bin so gegen 8:15 Uhr, 8:20 Uhr, tut mir leid, aufgestanden. Wir hatten eine Nacht, ich sag's euch. Aber ja. Sie hat noch nie so schlimm oder so schlecht auf die, wie heißt's, auf die, ich wollte schon sagen, Pille, was ist denn heute los mit mir? Auf die Impfung reagiert, keine Ahnung. Weshalb und wieso? Sie hat relativ hohes Fieber bekommen, was wir auch nicht hatten. Also ich muss sie wirklich sagen, sie hat die letzten Impfungen toll überstanden. Ja, sie war ein bisschen vielleicht müde, aber nein, eigentlich war es gar nichts. Also sie hat nach der Impfung dann meistens immer so ein Schläfchen gehalten, ein relativ langes, und dann war es auch wieder gut. Aber dieses Mal, ja, ich habe gestern noch ein bisschen gesehen, da wo ich zum Schluss gefilmt habe und gesagt habe, dass sie müde ist. Ja, und dann ist sie auch relativ bald ins Bett, weil sie sehr müde war. Und dann bin ich so gegen 11, 11:30 Uhr ins Bett. Sie hat bei uns im Bett gelegen, weil sie in letzter Zeit, keine Ahnung, was da ist, das ist aber wieder ein anderes Thema, das erzähle ich euch später. Auf jeden Fall war sie bei uns im Bett, und dann bin ich fast vorm Einschlafen gewesen, und dann wurde sie so quengelig, also quengelig, sie hat sich so bewegt und ständig so Töne von sich gegeben, so ganz arm. Also ja, dann konnte sie nicht richtig einschlafen. Dann dachte ich mir, ich mache hier ein Fläschchen, vielleicht bringt sie das in den Schlaf. Hat sie dann aber auch ausgetrunken. Dann hat man aber auch richtig gemerkt, dass sie richtig heiß war und richtig ja, geschwitzt, kann ich jetzt nicht sagen, aber richtig heiß war. Und sie hatte 38,6 Fieber, relativ hoch. Am Abend waren es noch 37,1 oder so, 2, 1, also ungefähr, ja. Und dann war es auf 38,6, und dann bin ich halt wach geblieben und habe mir mal wieder wie Fieber gemessen. Und dann ging es auch runter. So gegen 1 oder so bin ich dann eingeschlafen, oder halb 1. Nein, 1 war es, glaube ich. Ja, bin ich dann eingeschlafen, weil ich gemerkt habe, dass das Fieber runtergeht. Ich habe aber auch nichts zu Hause. Es ist echt blöd, weil bis jetzt haben wir noch nie Probleme damit gehabt und auch nie irgendwie was mit Fieber zum Kämpfen gehabt. Und ich habe einfach nichts zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das Fieber jetzt nicht senkt, also runtergeht, rufe ich also im Krankenhaus an und frage, ob die mir da einen Tipp geben können, was ich besorgen soll oder ja, was ich machen soll. Es ist sehr praktisch, da im Krankenhaus anzurufen. Gott, wie lange rede ich denn schon? Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, genau, dann wurde sie gegen 2 nochmal wach und hat geweint, richtig geweint. Ich habe keine Ahnung, was sie gehabt hatte. Auf jeden Fall, ja, haben wir es dann aber auch geschafft. Sie ist dann eingeschlafen und jetzt schläft sie noch immer. Ich habe ihr so gegen 8:30 Uhr ein Fläschchen gegeben. Noch eins, einfach damit sie nicht durch den Hunger oder so geweckt wird, weil sie soll jetzt endlich richtig ausschlafen, weil es war richtig, glaube ich, hart für sie die Nacht. Und ja, ich bin bereits schon geschminkt, weil ich meine Glossybox erhalten habe und das Video abgedreht habe. Dafür, dass ich so wenig Schlaf bekommen habe, geht es mir sehr gut. Ja, gut, ich weiß nicht, was ich jetzt mache, aber ich sag bis Ja, gleich. Puppe ist auch wach. Schaut mal, geht's supi. Bitte nicht den Hintergrund beachten. Sie ist nämlich gerade aufgestanden. Und guck mal, wie spät es ist. Nicht zu fassen, gell? Aber jetzt ist sie ausgeschlafen. Wir haben es uns bereits umgezogen. Hier ist die Dingbox. Und in der Nacht zum Trinken habe ich ihr auch viel geben müssen, gell, mein Schatzi? Oh. Sie haben schon mal Frühstück oder bereits Mittagessen, keine Ahnung. Na, jetzt gibt's mal. Gibt's mal, weiß nicht, mal schauen, was du willst. Und dann gehen wir zur Tante rauf.
Sie ist so süß. Sie ist so groß geworden. Wenn ich sie so angucke. Oh Mann. Sollen wir noch Säckchen anziehen? Oh, ich dachte mir, die kleinen Füße, die kleinen Füße, Füße. Du kleines, kitzliges Mädchen, du. Gut. Wir machen weiter mit unserem Morgenritual und guckt mal dieses Pokémon-Kissen. Das hat sich noch zu meiner Zeit. Jetzt steht es halt so in der Mitte. Lea frühstückt. Mahlzeit. Mahlzeit, mein Schatz. Mahlzeit. So, wir sind jetzt im Auto. Nee, Ach, echt? ich bin im Flugzeug. Fliegen nach Malediven. Oh, das wäre geil. Ja. Und fahren. Ist ein Einkaufszentrum? genau, ich muss mal gucken, mal schauen, ob man wegen meinem Handy, ob ich, weil mein Handy ja kaputt ist, ob ich irgendwie ein neues bekomme. Du hast es geschrottet. Ich hab's geschrottet, ja. Lea ist auch hinten, die sieht man aber nicht. Sie ist aber müde, da man kann ein bisschen ihr Kopf sehen da. Nee, zeigen wir sie. Da ist die kleine Lea, ein bisschen müde, ne? Ja, schaust du die Kamera an? Ja, das tust du. Ja, das tust du. Und jetzt stellen wir das Handy wieder dahin. Nur etwas gerade, damit man uns sehen kann. Ja. Ich hätte so gerne eine neue Kamera. Stell dir mal vor, ich hätte so eine Spiegelreflexkamera. Die kostet jetzt 500 €. Aber ich plane sie mir Ende dieses Jahres zu kaufen. Du planst es, aber es ist nicht fix. Es ist nicht fix, Aber du schaust jetzt mal wegen deinem Handy, damit du vielleicht ein neues bekommst. Ja, mit dem iPhone 6 hat man ja auch eine gute Qualität. Oh ja. Gut, dann melden wir uns im Shopping Center. Tschüss. So, ihr Lieben, ich sitze gerade am PC und möchte, ich habe mir so ein neues Bearbeitungsprogramm gekauft und möchte es jetzt mal installieren. Mal gucken, ich mache das jetzt mal. Meine Maus ist ein bisschen um bei der Oma. Sie hat auch schon Frühstück zu Mittag gegessen. Wartet mal. So. Und ich probiere jetzt mal das neue Programm aus. Mal schauen, schlafen. Lea muss schlafen. Wow. Du hast da. Hallo. Baby in Arsch. Hallo Baby. Hatten da Flecken? Was sind denn das für Flecken? Das sind. Da sieht man zweimal die Lea. Meine Nase.
Ich habe heute echt nicht viel gefilmt, gell? Blöd. Hallo. Das. Aber keine Ahnung, der Tag ist so schnell verflogen. Wir haben mittlerweile schon 7:30. Ja, 7:55. Ich bringe jetzt Lea ins Bett. Heute hat sie ja nur einmal ein Schläfchen gehalten. Und was habe ich denn heute überhaupt gemacht, dass der Tag so schnell verflogen ist? Ich war ja im Shoppingcenter, das habt ihr ja gesehen. Ich sollte immer in diese Kugel da schauen und nicht immer ins Display. Das sieht so aus, als ob ich irgendwo wegschaue. Ja, ich war mit meiner Schwester einkaufen, habe mir das Handy besorgt. Jetzt habe ich endlich wieder ein normales Handy und kein kaputtes Handy. War dann zu Hause, hab gekocht, Lea hat geschlafen. Dann war ich bei meiner Mutter oben, Lea auch. Habe mein Programm installiert. Jo, das war's eigentlich. Es tut mir leid, dass es so kurz geworden ist und wahrscheinlich auch mega langweilig, aber. Ja, ist halt heute so. Ich lade ihn trotzdem hoch und dann wird es morgen schon besser werden. Gut, dann sagen wir. Hallo, sagst du Tschüss, Lea? Tschüss, sag Tschüss. Bravo, Tschüss, meine Lieben. Grinsebacke, Tschüss, meine Lieben.